Kiel. Zwischen Häusergiebeln, Hafenkräne. Mehr brauchst nicht. Mein Name ist Stefan Schwark. Björn Katzur. Ich bin Poetry Slammer, Autor, Bühnendichter, Künstler. Ich bin freiberuflicher Darsteller, Autor und Unterhalter. Seit Januar 2016 bin ich freiberuflich. Gebürtig komme ich aus Hannover, wohne seit 12,5 Jahren in Kiel. Ich bin so durch und durch Kieler, wie ich nur Kieler sein kann. Das ist eine schöne, überschaubare Kulturszene mit einer ganz großen Freundlichkeit, einer ganz großen Solidarität. Ist das herzlich in Schleswig-Holstein, dass man immer einen Regenschirm dabei haben muss. Und dass die Menschen sehr froh sind über Kultur. Tage ohne Kunst, ohne Kultur, das funktioniert einfach nicht. Das ist wie eine Sucht. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, deswegen kann ich das ein bisschen beurteilen. Der Drang ist da, etwas zu machen, etwas zu schaffen, etwas zu gestalten. Schon das. Und dass man da vielleicht doch in dem einen oder anderen Kopf sich festankern kann mit seinen Ideen. Mich auch zu präsentieren, da ist ein großes Maß an Eitelkeit dabei, sonst würde ich mich nicht auf die Bühne stellen. Das ist, ohne jetzt narzisstisch klingen zu wollen, natürlich schönes Bestätigung auf der Bühne zu kriegen und es schönes Menschen zum Lachen zu bringen. Auch wenn ich jedes Mal Lampenfieber habe ohne Ende, ist das Gefühl hinterher einfach großartig. Stell dir mal vor, die ganze Welt hätte Kopfhörer auf und könnte dich hören. Was würdest du den Menschen sagen? Das ist eine ganz große Frage. Erstens stelle ich mir die Frage, in welcher Sprache? Ich würde, glaube ich, Englisch wählen und ich würde sagen, please take care of each other. Habt euch lieb. Moin, dankeschön, Thies, für diese wunderbare Anmoderation. Mein Name ist Björn Katzur. Mein Name ist Stefan Schwark. Und wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Ja. Ne? Oder? Also ja. Doch. Also ja, doch. Nee, super. Ich gehe nochmal kurz in mich. Freude ist da. Ja. Siehst du mal. Hast du Entzugserscheinung? Heroin also, ja, aber nee, so Bühne noch nicht. Bühne? Geht tatsächlich. Oh, krass. Ich habe so eine Entzugserscheinung. Ich hab 3 alte Schlümpfe gefunden zu Hause bei mir in der Schublade. Ja. Und habe von einer vom Nachbarbalkon noch ein Gartenzwerg mehr geangelt und die 4 habe ich vor mir stehen, damit ich meine Shows mache. Ich gehe nicht ohne, ne? Und ich bin schon vor schlechterem Gelegenheit. Ich bin schon vor schlechterem Publikum aufgetreten. Also 3 schweigende Schlümpfe, da wäre ich manchmal froh drum gewesen. Heute sind mehr da, vermute ich mal. Ich glaube, eben haben schon über 20 Leute. Also auf jeden Fall haben wir hier Esther. Esther an der Technik und Thies vom Nordkolleg beide. Vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, hier ein bisschen was zu präsentieren. Wir fangen einfach an, ne? Fangen wir an oder labern wir? Nee, wir fangen an, ne? Ich würde sagen, Björn. Danke dir. Applaus für Björn Katzur. Danke auch mir für den Applaus. Ja, neulich war ein großer christlicher Feiertag, nämlich Ostern. Und dazu haben wir extra auf unserem Patreon, den wir eingerichtet haben, für den sogenannten Möwentopf, der unserer Lesebühne irgendwas mit Möwen hier mit durch die Krise helfen soll. Ihr könnt einerseits hier den Nordkolleg unterstützen, beziehungsweise die KünstlerInnen und Künstler, die der Nordkolleg wiederum unterstützt. Aber ihr könnt auch direkt eure Lieblingslesebühne, ich halte das Buch nochmal hoch aus, Kiel unterstützen, irgendwas mit Möwen. Und bei dem Patreon schreiben wir jede Woche ein Gedicht und zu Ostern hatte ich folgendes Gedicht geschrieben. Es heißt Soforthilfe. Möwe Bella flog und flog. Flog vom Meer über den Strand zu Felsen aus der Menschenhand. Diese Dörfer und Städte kannte sie schon seit sie klein war. Doch was sie derzeit erspähte, war mit früher nicht vereinbar. Die Orte waren plötzlich leer, kaum noch Menschen, kaum Verkehr. Mundschutzmasken hier und da, leer die Cafés und jede Bar. Was treibt die Leute gerade um? Fragte Bella Artgenossen. War es ein nuklearer Bumm? Haben alle Lack gesoffen? Freund Hein wusste wie stets Bescheid. Nee, die wollen nicht verrecken und spielen viral auf Zeit, sich nicht zugleich anzustecken. Bellas Augen wurden groß, sie seufzte kurz und flog dann los. Möwe Bella flog und flog, von dieser Nachricht tief bewegt, weil sie doch alles liebt, was lebt. Selbst die Menschen, diese schrägen Wesen auf diesem Planeten, alleine durch das Fangen von Lachsen waren sie ihr ans Herz gewachsen. Ich will den armen Leuten beistehen, setzte sie sich also vor, denn diese Krise wird vorbeigehen. Doch bis dahin, oh je, oh boah, was kann ich machen, muss mal schauen, ich kann doch keine Miete blechen, ich kann auch keinen Impfstoff bauen und keinen Bock auf Spargel stechen.
Da fiel ihr ein, gerade war ein Fest im Frühling mit christlichem Touch. Da lagen Eier in einem Nest und manchmal leider auch im Matsch. Eier legen kann ich auch, dachte Bella voller Stolz. Dann unterstütze ich diesen Brauch und lege ab ins Unterholz. Mit einem Plan statt vielen Fragen flog sie dann auf zur Eiablage. Möwe Bella flog und flog, legte Eier in die Gärten und verzauberte die Herzen. Denn ihre Idee trug Früchte. Tochter, Sohn, Neffe und Nichte, Enkelin und auch der Enkel fanden sie, klein und gesprenkelt. Das war so schön an diesem Plan, Bella musste nicht mal malen. Möweneier farbenfroh, Problem war nur, sie waren noch roh. Doch nach ein paar Naschunfällen konnte Mensch sich drauf einstellen. Braten, kochen und puschieren, ausblasen und schön verzieren. Den Inhalt konnte Mensch ja essen, schön angerichtet auf den Tellern. Wir werden dir das nie vergessen. Danke, Ostermöwe Bella. Dankeschön. Wir bleiben thematisch bei Ostern. Ich trage immer wieder gerne einen Text zum Thema Ostern vor. Es ist auch egal, ob gerade Ostern ist oder nicht. Im Herzen ist doch immer irgendwie Ostern. Und der Text heißt: Ein Hase, der Hühnern ihre Eier wegnimmt, sie anmalt und versteckt, gehört nicht verehrt, sondern eingewiesen. Ostern. Was soll man von einem Feiertag wie dir schon halten? Weihnachten ist klar, entweder man hasst es oder liebt es. Entweder man unterdrückt die Erinnerung an unzählige Familienstreits und dass die Leute, die sich über Last Christmas aufregen, mittlerweile genauso nervig geworden sind wie das Lied selbst. Oder man lässt sich reinziehen in die zuckersüße Illusion der Geborgenheit, der Familie, des Schenkens und der nur durch den leicht verfügbaren Suff vorhandenen Gemütlichkeit der Weihnachtsmärkte. Man plant das perfekte Weihnachten im Kreis seiner Liebsten, was dann wiederum zu Enttäuschung, Streit, mehr Alkohol und einem Zwangsbesuch in der Kirche führt, bei denen man am liebsten den Kindern beim Krippenspiel zurufen würde: Ihr macht das scheiße! Bei so einer Performance hätte ich mich als Jesus gleich an Heiligabend ans Kreuz nageln lassen. Aber Ostern? Ostern ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Eigentlich und ursprünglich ein Frühlingsfest und so wird auch dekoriert. Bunte Eier, Körbe mit Plastikgras, das ironischerweise mit dafür sorgt, dass es richtiges Gras nicht mehr so lange geben wird. Und Hasen. Überall Hasen. Bis man sich vorkommt, als wäre man Donnie Darko in einer Duracell-Werbung. Alle so: Ja, yeah, Frühling, Winter ist vorbei, es wird wärmer, es wird grün und bunt draußen, es gibt auch noch massenhaft Schokolade und meine scheiß Freunde mit Heuschnupfen kriegen endlich wieder, was sie verdienen. Und dann, bam, Religion. Du noch so: Ja, yeah, Frühling, lass feiern, lass tanzen. Und der säkuläre Staat so: Nix tanzen, Jesus ist tot. Was? Natürlich ist er tot, das ist 2000 Jahre her. Nein, der ist heute gestorben. Was? Aber wie soll das gehen? 2000 Jahre. Selbst als Sohn Gottes und wenn man viel Sport macht und sich gesund ernährt. Doch, heute gestorben. Aber keine Sorge, am Sonntag lebt er wieder. Oder Montag. Ja, wann denn nun? Keine Ahnung. Unsere besten Mathematiker arbeiten noch dran, was es heißt. Am dritten Tage auferstanden. Bis dahin feiern wir halt Sonntag und Montag. Können wir nicht einfach feiern, dass Frühling ist? Nein, es muss was mit Jesus zu tun haben, sonst fühlen sich die Muslime hier noch zu wohl. Was? Nichts. Aber warum feiern wir dann, wenn er tot ist? Wir feiern ja auch erst Sonntag und Montag. Am Freitag sind wir traurig. Das finde ich aber gar nicht schön. Was? Nichts. Ich fand's lustig. Am Freitag wird nicht gelacht, am Freitag ist man traurig, darum gibt's auch kein Fleisch. Was? Bei der Beerdigung meiner Oma war ich auch traurig und es gab haufenweise Fleisch. Nein, Fleisch geht nicht, nur Fisch. Aber Fisch ist doch auch ein Tier, das ist doch auch Fleisch. Nein, Fisch ist Fisch. Das ist Speziesismus. Was? Benachteiligung von bestimmten Tierarten. Das hast du gerade erfunden. Vielleicht. Fisch geht auf jeden Fall, ist auch das Symbol der Christen. Und das isst man dann? Müssen Juden dann beim Passafest auch ihre kleinen Hüte essen? Was? Das ist überhaupt nicht dasselbe. Und es klingt irgendwie antisemitisch. Ja? Aber ist das an dem Tag nicht okay? Haben die Jesus nicht ans Kreuz getackert? Das sagen wir hier nicht mehr. Das geht gar nicht. Dafür kann man keiner bestimmten Gruppe die Schuld geben. Außerdem waren es die Römer. Was? Die heutigen Italiener? Die, wo jetzt der Vatikan ist? Frag nicht, ist einfach dein Fisch. Ich will aber keinen Fisch essen. Sei froh, dass es nur Fisch ist. Manchmal muss man jetzt auch das Fleisch von Jesus essen. Aber das ist ja bestialisch. Und 2000 Jahre alt. Ja, eigentlich sind es auch nur Oblaten. Aber warum sagst du dann Fleisch? Das sagt man halt so. Na, und bei den Katholiken verwandeln sie die sich dann in echtes Fleisch. Was? Sowas können die? Ja, man muss sich das halt vorstellen. Ich glaube, mir wird etwas schlecht. Keine Trauer, aber ein Anfang.
Ja, danke, ich glaube, jetzt verstehe ich Ostern besser. Gern geschehen und jetzt sei traurig. Und so ist man sich der wahren Bedeutung von Ostern wieder bewusst und hört auf, verwirrt Leute mit bunt angemalten Hasen zu bewerfen, sondern ist am Freitag pflichtbewusst traurig und am Sonntag versteckt man kleine Schokokreuze im Garten und wenn die Kinder sie dann finden und fragen, was das ist, sagt man in feierlicher Stimme, da wurde ein Mann dran genagelt. Lass dir schmecken. Frohe Ostern. Dankeschön und damit übergebe ich an meinen wunderbaren Kollegen Stefan Schwack. Ja, danke Björn. Ich muss mal das Mikro hier reinstecken, weil wir unsere eigenen Mikrofone haben. Das ist einer Krankheit geschuldet, die wir nicht kriegen wollen. So, funktioniert. Oh, das funktioniert. Ich habe immer Schwierigkeiten mit der Technik. Habe gedacht, jetzt hier im Studio ist das anders. Nee, klappt trotzdem nicht. Wie Björn sagte, ich bin auch Mitglied der Lesebühne Irgendwas mit Möwen. Wir sind Poetry Slammer. Ich bin auch Lyriker. Beim Poetry Slam gibt es halt nicht nur lustige Texte, sondern halt auch durchaus Platz für Lyrik. Und ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Kleinod deutscher Dichtkunst. Ich wurde vor einigen Jahren gebeten, einen Auftragstext zu schreiben zum Welttag der dadaistischen Lyrik. Und ich sagte, dadaistische Lyrik, cool, mache ich. Kein Problem. Wo ist denn der Auftritt? Und dann sagte man mir in Büsum. Und ich sagte, Büsum, ja klar, die Hochburg der dadaistischen Lyrik, Moskau, Paris, Berlin, Büsum. Folgender Text ist entstanden, er heißt Nordsee-Dada. Wasser da, Wasser weg, Wasser da, Wasser weg, Wasser da, Wasser weg. Schafe, 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 Wasser da, Schafe weg. Deich, 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 Wasser weg, Schafe da, Wasser da, Schafe da, alles klar. Kutter, 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 Wasser da, alles klar, Wasser weg, Hafenbecken, Leuchtturm, alles klar, Kutter, 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 Krabbenpulen, 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 Eiweißschock, Pharisäer, Grog, Touristenschwämme, Wattenmeer. Dankeschön, das war der erste Text. Das mit dem fehlenden Applaus ist ein bisschen ungewohnt für uns, aber Björn macht das und hinter uns läuft ab und zu ein Schild rum, Applaus, Applaus, Applaus. Das ist übrigens auch einer der Jobs, die ich demnächst annehmen werde. Ich werde mit so Werbetafeln rumlaufen. Als Bühnenkünstler ist im Moment nicht so viel mit auftreten. Ich erzählte eingangs mit den drei Schlümpfen. Ich werde trotzdem bei diesem Job bleiben, denn Dichter sein, das ist mein Lebensinhalt. Und wenn ich gefragt werde, warum, dann trage ich gern diesen Text vor. Ich wollte immer schon ein Dichter sein, ein Poet. Ich wollte Gutes tun, die Welt retten mit meinen Texten, Menschen retten mit meinen Gedichten. Ich wollte im Theater sitzen, im Bus oder im Flugzeug. Und wenn dann jemand riefe, das ist ein Notfall, ist ein Dichter anwesend, dann wollte ich aufspringen, meinen Text aus der Tasche ziehen. Ich habe immer einen Text in der Tasche und wollte rufen, lassen Sie mich durch, ich bin Dichter. Nee, würde ich natürlich nicht rufen. Ich würde rufen, ich bin Poet. Dichter. Dichter klingt nicht nach Gedichten. Das klingt so nach näher dran. Und das geht ja heutzutage gar nicht mehr. Das klingt auch so nach Dichtung, nach Klempner irgendwie. Ich würde rufen, lassen Sie mich durch, ich bin Poet. Darauf warte ich seit einigen Jahren mittlerweile. Ist aber bisher noch nie passiert. Weder im Theater, noch im Bus, noch im Flugzeug. Vielleicht hätte ich lieber Arzt werden sollen. Oder Waschmaschinenmonteur. Waschmaschinenmonteur hätte ich werden sollen. Und wenn ich dann im Theater säße oder im Bus oder im Flugzeug, dann riefe dort ganz bestimmt jemand, das ist ein Notfall, ist ein Waschmaschinenmonteur anwesend. Und dann würde ich aufspringen und meinen Waschmaschinenmonteurschraubenschlüssel aus der Tasche ziehen. Ein Waschmaschinenmonteur hat immer einen Waschmaschinenmonteurschraubenschlüssel in der Tasche und würde rufen, lasst mich durch, ich bin Waschmaschinenmonteur. Ich hätte Waschmaschinenmonteur werden sollen. Neulich im Wartezimmer meines Arztes, da hätte ich einen Waschmaschinenmonteurschraubenschlüssel brauchen können. Links von mir saßen zwei grippal röchelnde Rentner, rechts eine rasselnd atmende junge Frau, neben der jungen Rasslerin stand ein Wasserspender.
Und die Rentner röchelten und die junge Frau rasselte und die Rentner röchelten und die junge Frau rasselte und die Rentner röchelten und die junge Frau wurde aufgerufen und die Rentner röchelten weiter und die röchelnden Rentner wurden aufgerufen und dann herrschte auf einmal himmlische Ruhe im Wartezimmer. Wie aus dem Nichts, mitten in die herrliche, fantastische Stille. Und dann nochmal. Und dann ploppte der Wasserspender. Kennt ihr die chinesische Wassertropfenfolter, bei der die Foltergäste auf einen Tisch gebunden werden und über ihnen ist ein Wasserhahn oder ein Rohr oder jedenfalls so ein Ding, aus dem Wasser tröpfeln kann? Und es auch tut, Tropfen für Tropfen. Auf die Stirn. Und du liegst und du wartest auf das nächste und das nächste und wirst ganz langsam bekloppt dabei. Da hätte ich einen Schraubenschlüssel gebraucht oder einen Klempner. Ich habe den Arzt dann gefragt, ob er mal einen Notfall erlebt habe, im Theater oder im Bus oder im Flugzeug. Habe er nicht, sagte er. Aber vor ein paar Jahren, sagte er, hätten sie bei einem Theaterbesuch in Wien mal während der Vorstellung einen Klavierstimmer gebraucht. Dankeschön. Der dritte Text ist ein Text zu einem kulturellen Thema. Ich habe mal einen Text zu einem kulturellen Thema geschrieben. Ich schreibe viel zu kulturellen Themen, aber diesen Text habe ich zu einem Kunstthema geschrieben. Es wurde mir eine Frage gestellt und die Frage erschien mir ein bisschen seltsam, aber ich habe dann eine Antwort darauf gefunden. Die Frage lautete, und so heißt auch der Text: Wie finden Sie Kandinsky? Das ist eine schwierige Frage. Die Antwort darauf ist ambivalent, eine zweischneidige Sache. Als ich das Wort ambivalent und zweischneidig das letzte Mal in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen verwendet habe, führte dies zu einer längeren Diskussion. Dabei wollte ich das Fremdwort damals diesem lieben Menschen gar nicht erklären, sondern für mich selber nur eine möglichst große Präzision im Ausdruck finden, weil ich einen Unterschied zwischen beiden Begriffen zu erkennen meine. Aber da darf man zwiegespalten sein. Ich liebe Kandinsky. Ich liebe seine Bilder. Ich bin ein großer Verehrer dieses großen Künstlers. Aber er ist schwer zu finden. Als ich vor Menschenaltern in meine erste eigene Wohnung zog, kaufte ich einen Kandinsky. Keinen echten Druck. Und nicht mal das, es war ein simples Poster. Ein simples Poster eines Gemäldes von Kandinsky. 50 mal 70 Zentimeter groß hing es an meiner Wand. Ich habe diesen Kandinsky geliebt, die Farben, die Komposition, ein Augenschmaus. Als ich dann vor geraumer Zeit mal in Stuttgart war, erzählte mir der Freund, den ich dort besucht habe, dass in der Staatsgalerie ja ein Kandinsky hängen würde und da gab es kein Halten mehr. Ich musste Kandinsky sehen. Nachdem ich meinen Obolus an der Kasse entrichtet hatte, stürzte ich durch die Räume und suchte Kandinsky. Nach einigen vergeblichen Runden wandte ich mich an den Museumswärter, der wahrscheinlich Museumswächter heißen müsste oder Fachkraft für Museumsdienste, aber egal. Ich fragte und er antwortete mit einem Fingerzeig an mir vorbei zur Wand hinter mir. Ich drehte mich um und sah das mickrigste, kleinste und monotonste Bild, das Mensch sich vorstellen kann. Das ist Ihr Kandinsky, das elende kleine mickrige Stück mit ölbeklecktes Stück, alte Leinwand, das soll Kandinsky sein. Guter Mann, wollen Sie mich veräppeln? Ich will Kandinsky sehen. Und wenn ich sage sehen, dann meine ich nicht das Betrachten mit einer Lupe. Ich will Größe, Farbe, Strahlkraft. Das ist nicht Kandinsky. Nehmen Sie das aus dem Katalog. Kandinsky, dass ich nicht lache. Das haben Sie bei Ihrer Großmutter auf dem Speicher gefunden. Veräppeln kann ich mich alleine. Sie sehen mich hier nie wieder. Die letzte Aussage teilte der Museumswächter mit mir. Ich bekam Hausverbot. Einige Jahre danach war ich dann in London in der Tate Gallery. Laut Katalog haben die auch einen Kandinsky. Und da dachte ich, mal sehen, ob die Briten oder Engländer oder Londoner mehr drauf haben als die Stuttgarter. Ich entrichtete keinen Obolus. 1:0 für die EngländerInnen. Die Tate Gallery hat freien Eintritt. Ihr da in Stuttgart. Im dritten Stock fragte ich nach Kandinsky. Ein freundlicher britischer Museumsbewacher wies mir den Weg zu Kandinsky.
Das ist ihr Kandinsky? Das elende kleine mickrige Stück mit ölbeklecktes Stück alte Leinwand, das soll Kandinsky sein? Guter Mann, wollen Sie mich veräppeln? Ich will Kandinsky sehen, und wenn ich sage sehen, dann meine ich nicht das Betrachten mit einer Lupe. Ich will Größe, Farbe, Strahlkraft, das ist nicht Kandinsky. Nehmen Sie das aus dem Katalog. Kandinsky, dass ich nicht lache. Das haben Sie bei Ihrer Großmutter auf dem Speicher gefunden. Veräppeln kann ich mich alleine, Sie sehen mich hier nie wieder. Der britische oder englische oder londonische Museumsbewacher sah mich mit unbewegter Miene an. Ich vermute, dass er kein Deutsch verstand oder einfach unglaublich gut trainiert war, wie seine Kollegen mit den Bärenfellmützen, die auch nie eine Miene verziehen, egal was um sie rum passiert. Oder er kannte die Reaktion schon von anderen enttäuschten Kandinsky-FreundInnen. Was weiß ich denn? Letztes Jahr war ich in Amsterdam. Ich war vorbereitet, gerüstet, gewappnet. Ich hatte 6 Wochen lang meditiert. 3-mal am Tag, nur um nicht wieder die Kontenance zu verlieren. War vorher im Coffeeshop zur Beruhigung, quasi medizinisch indiziert. Ich betrat das Stedelijk-Museum und war im Himmel. Wie ich Kandinsky finde, fragen Sie mich im 3. Anlauf. Dankeschön. So, das war mein kurzer Beitrag. Wir haben jetzt etwas vorbereitet, der Björn und ich. Das klingt ein bisschen schlimm, wenn wir sagen, wir haben etwas vorbereitet. Aber das stimmt ja auch. Aber das stimmt auch. Was haben wir vorbereitet, Björn? Wollen wir es verraten oder wollen wir es machen? Wir verraten es Stück für Stück. Erzählst du? Ja, das finde ich gut. Fängst du an? Also, wir sind ja Poetry Slammer, aber wir wollten mal mit einem anderen Format spielen. Und wir sind auch beide Fans eines bestimmten Literaturgenres und auch überhaupt Erzählgenres, Science Fiction. Stefan. Nicht immer mit Aliens. Science Fiction muss nicht immer mit Aliens sein. Kann es, muss es aber nicht. Aber Kirk freut sich natürlich, wenn da ein paar Alienfrauen sind, die er verführen kann. Aber es muss nicht. Oder umgekehrt, Barbarella, wenn wir an Barbarella denken. Diejenigen, die schon etwas länger beim Science Fiction dabei sind, wissen, dass Barbarella, Jane Fonda, ein ganz weirder Science-Fiction-Film. Sowas machen wir hier nicht. Nein. Aus gutem Grund. Ich hatte vorgeschlagen, dass ich mir ein silbernes, eng anliegendes Kostüm besorge, was reichlich Ausschnitt zeigt. Und Stefan hat mir dann mit einer Zeitung auf die Nase geschlagen. Ich habe ausreichend Fantasie, um mir vorzustellen, wie mein hochgeschätzter Kollege Björn Katzu in einem Barbarella-Kostüm aussieht. Und ich wusste, dass seine Krankenversicherung es sicherlich ablehnen würde, wenn er auf diesen 30 cm hohen Plateauschuhen hier auf der Bühne steht und sich die Knochen bricht. Nichtsdestotrotz haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben ein paar Requisiten vorbereitet, die wir jetzt auch nehmen. Wir haben ein Science-Fiction-Hörspiel geschrieben. Ganz genau. Jetzt brauchten wir Requisiten, weil das ja nun kein... Wir haben nicht gewusst, dass es kein Radio ist hier. Sonst hätten wir uns unsere Raumanzüge angezogen. Dann hätte man uns wahrscheinlich nicht reingelassen, weil man gesagt hätte, Seuchenschutz, hier ist alles verseucht, da kommen Sie schon. Aber da wäre ich ja völlig sicher gewesen. Genau, deswegen ist diese Brille schon gar nicht so schlecht. Die leihweise verliehene Kappe finde ich auch ganz ausgezeichnet. Und ich würde mal sagen, wollen wir noch was dazu erzählen, was wir uns ausgedacht haben? Oder wollen wir einfach anfangen? Ich würde einfach mal anfangen. Es sind ja 3 Folgen insgesamt. Vielleicht können wir dazwischen ja noch mal 1, 2 Dinge erzählen. Ich weiß gar nicht, warum trägt man nur ein Spacing-Wikimer-Helm? Die so. Hörner nach oben. Die Hörner nach oben. Das ist immer besser, wenn die Hörner oben sind. Erhöht den Tragekomfort und verringert das Unfallrisiko. Liest du das Intro? Mache ich gerne. Achso, wir haben derzeit noch keine Intro-Musik. Wir können uns ein bisschen Schwerelosigkeit simulieren, so. Space Sanitary Unit 1. Lichtjahre von der Erde entfernt zieht das intergalaktische Raumschiff Space Sanitary Unit 1 seine unermüdlichen Bahnen durch die unendlichen Weiten, um das Weltall sicherer und schöner zu machen und sauberer. Oh, schau mal, ein Neutronenstern. Ja, sehe ich. Kann weg. Aber das ist beinahe die dichteste Form von Materie. Meinst du, das können wir einfach so sprengen? Steht auf der Liste. Wird schon gehen. Druschan, spreng das. Druschan, blass das weg. Es muss doch mehr in unserem Job geben, als Sachen zu sprengen und aufzusaugen. Nope. Aber das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein. Ja, was erwartest du denn? Dass jeder Planet eine Piñata ist und da Süßigkeiten rauskommen?
Oh, der arme Planet, da hat bestimmt jemandem was bedeutet. Aber immerhin war lecker Schokolade drin. Der eine Nebel neulich war wenigstens schön bunt, als wir den gesprengt haben. Obwohl ich schwören könnte, da drin noch ein riesiges Auge gesehen zu haben, bevor alles pulverisiert war. Du hast doch schon wieder an den experimentellen Pflanzen genascht, oder? An den Pilzen geleckt. Nein. Also, ja, ein bisschen. Aber trotzdem, sprengen und aufsaugen, den ganzen Tag lang. Wir können das auch nachts machen. Wir haben doch die Wachpillen. Wir könnten in Schichten arbeiten, du nachts, ich tags, dann sind wir schneller fertig und ich muss dich nicht mehr sehen. Schneller fertig? Die Liste ist fast so lang wie unser Raumschiff. Wir wären doch eh nie fertig, wenn ich hier irgendwas anderes tragen könnte als diese orangene Uniform mit diesen Schulterklappen und den Abzeichen. Wenigstens meinen Helm konnte ich mir aussuchen. Ich möchte so einen coolen Dress haben wie Flash Gordon. Das wäre doch sexy. Und es würde niemanden interessieren, weil es niemand sehen würde, weil niemand da ist. Aber du bist doch da. Sag ich ja, es würde niemanden interessieren. Aber es wäre doch so schön, die Farben, das Muster, so cool und sexy. Wenn wir dann wieder zu Hause landen und ich dann aussteige in diesem coolen, sexy Flash Gordon Dress, dann werden alle sagen, Wenn wir in 20.000 Jahren wieder landen, bezweifle ich, dass sich noch irgendjemand an Flash Gordon erinnern wird. Du könntest ruhig mal wieder deine Uniform tragen. Die steht dir so gut. Ein Grund mehr, sie nicht zu tragen. Außerdem habe ich unter anderem diesen Job gewählt, damit ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen kann, weil mich niemand sieht, weil niemand da ist, was ein weiterer Grund war, der für diesen Job sprach. Aber jetzt bin ich ja da. Ja. Findest du das nicht schön? Nein. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wieso hast du dich eigentlich freiwillig für diesen Job gemeldet? Ich wollte ein Weltraumheld sein, ein Space-Cowboy. Wie Perry Roden oder Luke Skywalker, Han Solo, Flash Gordon, Grollkor der Vernichter. Flash! Savior of the Universe! Oh mein Gott! Was? Ist es so schlimm, dass ich jetzt da bin? Ehrlich gesagt, ja, schon. Vielleicht bin ich ja gar nicht da. Vielleicht bin ich nur eine holographische Projektion. Als ich heute Morgen nach dir im Bad war, war deine vorherige Anwesenheit sehr deutlich wahrnehmbar. Du bist fies. Dann spreng ich jetzt halt den doofen Neutronenstern. Ja, mach mal. Flash, mein Arsch! Das war die erste Folge Space Sanitary Unit 1. Wie ihr jetzt vielleicht rausgehört habt, es sind Müllmänner im Weltraum. Was ich finde, eine wichtige Aufgabe ist. Die Idee haben wir irgendwann mal gehabt. Wir haben festgestellt, dass wir beide wirklich Science-Fiction mögen. Und Müll-Fans. Wirklich, wirklich großartig, weil wir auch ganz viele Sachen gelesen haben und in unterschiedlichsten Bereichen. Deswegen ist der Austausch auch ganz schön. Also Björn hat mehr so die philosophischen Sachen gelesen, Stanislaw Lem und so. Und ich bin dann eher so im Strugatzki-Bereich gewesen. Kenn ich nicht mal. Die Russen, Picknick am Wegesrand, ganz großes Kino. Also gibt es noch nicht, jetzt soll mal irgendwann kommen, aber Lesetipp an euch alle da draußen, Strugatzki, das sind zwei russische Brüder, die ganz großartig, Picknick am Wegesrand, Science-Fiction, wunderbarster Art, ohne Aliens, also die haben was hinterlassen. Ganz kurz erzählt, die Aliens landen auf der Erde, sind auf der Erde gelandet, offenbar, und Menschen haben diese Artefakte gefunden und erforschen diese Artefakte jetzt. Die UN hat einen riesen Kreis drumherum gebaut, ganz, ganz fantastisch. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass das gar keine Absicht war, das dazulassen, dass das Müll ist. Wie auf dem Rastplatz. Wenn wir auf dem Rastplatz fahren und unsere Kippe in die Ecke schnippen oder eine Cola-Dose und eine leere und eine volle Cola-Dose und der Hund hinterlässt. So, ne? Genau so haben das die Außerirdischen gemacht und die Menschen stürzen sich da drauf und erforschen das. Ganz großartig. Als Tipp für Quarantänezeiten. Stanislaw Lem ist aber tatsächlich auch immer zu empfehlen. Immer. Es gibt auch Björn Katzow ist auch zu empfehlen. Björn Katzow hat ein wunderbares Buch geschrieben. Das hat er jetzt da hinten irgendwo hingelegt. Da mache ich jetzt gerne mal Werbung für. Das fliegt durch den Weltraum. Genau. Kauft das Buch, unterstützt ihn damit. Wir haben es alle gerade nötig und ihr habt jetzt nötig, die zweite Folge zu hören. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns, wenn Björn Katzow mit dem Intro beginnt, mit dem fantastischen Space Sanitary Unit 1. Lichtjahre von der Erde entfernt zieht das intergalaktische Raumschiff Space Sanitary Unit 1 seine unermüdlichen Bahnen durch die unendlichen Weiten, um das Weltall sicherer und schöner zu machen und sauberer. Oh, schau mal, eine Sternenschnuppe. Das ist ein Meteorit, der kann weg.
Aber warum denn? Der ist doch so schön. Das ist Abfall, Weltraumdreck, galaktischer Müll und außerdem steht er auf unserer Liste, also mach den weg. Ach Menno, der ist doch ganz klein und wunderschön, der tut doch keinem was. Ja, das erzähl mal den Dinosauriern, der tut keinem was. Der kommt weg, der ist auf der Liste. Wir sagen einfach, wir haben den nicht gesehen. Ja, genau. Bei einem Schweif von mehr als einem halben Lichtjahr Länge lässt sich das argumentativ nicht wirklich überzeugend rüberbringen. Drück den Scheißknopf und blast den Dreckskerl endlich weg. Wir haben heute noch mehr auf der Liste stehen. Der Knopf klemmt. Oh, dieses Raumschiff ist ein Scherz, ein schlechter Scherz. Wir fliegen hier in einem bescheuerten, halbdefekten Staubsauger durchs All. Staubsauger? Ja, Staubsauger. Was glaubst du denn, wofür der Schlauch da vorne dran ist? Damit wir aussehen wie ein Elefant? Ein Lied, zwei, drei, trara, die Elefantenpatrouille ist da. Nee, wir suchen Müll und sammeln ihn ein. Satelliten, Asteroiden, Meteoriten, verlassene Planeten. Der Planet letzte Woche war nicht verlassen. Ah, hinterher schon. Und unterbrich mich bitte nicht. Wir fliegen jedenfalls hier draußen rum, um alles andere, was hier rumfliegt und eigentlich nicht hier rumfliegen sollte, wegzuräumen. Anvisieren, Knopf drücken, bumm. Die Reste aufsaugen und schon ist das Weltall wieder etwas sauberer. Aber der Planet letzte Woche war nicht verlassen. Und dann, finde ich, sollten wir den erforschen. Oder die Bewohner retten. Oder missionieren, wie Flash Gordon. Flash Gordon? Flash Gordon? Wir sind keine verdammten Jedi-Krieger. Wir sind Müllmänner. Wir sind beschissene Weltraum-Müllmänner. Gewöhnlich dran. Wenn ein Planet auf der Liste steht, kommt er weg. Aber das ist doch grausam. Nein, das ist normal. Wir sind Menschen. Wir räumen auf. Aber es ist auch normal, Neuwesen kennenzulernen. Wie die Entdecker von Amerika. Wir haben aber keine Pockendecken dabei. Was? Pockendecken. Falls wir keinen Bock auf die Bewohner des Planeten haben, verkaufen wir denen ein paar Decken von Pockenkranken aus dem Krankenhaus und H.G. Wells hätte seine helle Freude. So haben deine Vorbilder, die amerikanischen Siedler, das auch gemacht. Haben sie nicht. Haben sie doch. Das Wegballern immer noch Humane. Und dein scheiß Meteorit da ist eh nicht bewohnt. Also drück jetzt den Knopf. Das sind doch Strukturen auf dem Meteoriten. Vielleicht ist da ja doch Leben. Ja, schlimm genug. Erlösen wir die Armen. Drück den Knopf. Der Knopf geht doch nicht. Aber jetzt guck doch mal. Schiff, vergrößer mal den Ausschnitt. Siehst du? Das sind Strukturen. Und ich glaube, da winkt wer. Wen du immer alles winken siehst. Sogar diese Sonne neulich. Die hat gewunken. Das war eine sehr nette Sonne. Wir mussten dir zwei Paar neue Augen wachsen lassen, bis du wieder richtig sehen konntest. Oh, guck mal, die Sonne da winkt. Ich werde jetzt eine Stunde ungefiltert direkt da reinstarren. Sie hat aber gewunken. Das waren Sonnenstürme. Winken. Ich wink dir gleich was hinter die Ohren, wenn du den Knopf nicht endlich drückst. Er geht doch nicht. Denkst du, ich sehe nicht, dass du immer direkt daneben drückst? Ich hab noch gute Augen. Können wir nicht einfach weiterfliegen? Der Meteorit steht auf unserer Liste. Der muss weg. Jetzt los. Gleich ist der Meteorit weitergeflogen und wir müssen wieder hinterherjagen und ich will endlich auch mal eine Pause machen. Pause? Du sitzt doch Tag und Nacht hier auf dem Stuhl, auch in deinen Pausen. Ja, aber in der Pause stelle ich meine Ohren ab und muss dir nicht zuhören. Ich mach's nicht. Oh, Herrgott, Sakra, dann flieg halt weg. Was? Ich? Aber du bist doch der Pilot. Hä? Du bist der Pilot? Sonst hätte ich dich doch längst irgendwo ausgesetzt. Das stimmt nicht. Das hättest du nie übers Herz gebracht. Und ich steuere hier das doch nicht. Willst du mich einfach... Willst du mir sagen, wir fliegen jetzt seit 2 Jahren... 5. Seit 5 Jahren. Was? 5? 5 Jahre? Kein Wunder, dass ich dich so hasse. Du tust was? Seit 5 Jahren fliege ich in dieser Schrottkiste mit dir rum und keiner von uns fliegt das Ding. Du drückst doch immer diese Knöpfe, wenn wir weiterfliegen. Ja, weil die leuchten, wenn wir weiterfliegen. Die leuchten und ich drück drauf. Du drückst auch immer diesen Hebel. Ja, das beruhigt mich halt. Keine Ahnung, was der macht, aber fliegen ganz bestimmt nicht. Guck mal, ich drück den, nichts passiert. Also keiner von uns fliegt das Schiff. Anscheinend. Dann fliegt es wohl automatisch. Sieht so aus. Naja, dann wird das wohl so richtig sein. Oh, was macht das schon? Ja, was macht das schon? Hattest du eine Lieblings-Science-Fiction-Fernsehserie, als du jung warst? Da gab es auch keine Science-Fiction, als du jung warst. Hatte ich. Ja? Raumschiff Orion. Oh krass, das Bügeleisen. Das Bügeleisen, großartig, großartig. Hab ich immer, meine Lieblings-Science-Fiction-Serie war tatsächlich die Thunderbirds. BBC, die Puppen. Mit den Puppen, großartig, ja, großartig, das ist so eine großartige, das war BBC-Produktion par excellence, ich weiß gar nicht, ich habe zu Hause die DVD-Box. Musst du mir mal leihen, habe ich noch nie gesehen. Ja, es ist richtig abgefahren, also es ist halt so Action, ne? So, ja. Aber halt mit Puppen. Treffen sie auch mal Urmel? Nee, die treffen nicht Urmel, Urmel hat Fäden. Ja. Die Thunderbirds siehst du die Fäden nicht. Oh. Also nur bei den Schiffen, bei den Raumschiffen. Ne? Was ist so wie bei den alten Science-Fiction-Filmen, wenn dann so ein Raumschiff durch diese Turnringe
hoppelt und dann irgendwo mal hakt. Oder Captain Kirk, da weißt du auch mal ganz genau, der geht jetzt nicht weiter, weil da ja die Bühne zu Ende ist. Das siehst du ja. Du siehst da so einen Pappmaché-Stein und dann weißt du, dass hinter dem Stein, da geht es halt nicht weiter. Das wissen alle, auch der Bühnentechniker, der da hockt. Und habe ich auch gerne gesehen. Also es gibt auch so schöne Filme wie bei Star Trek The Next Generation. Da hat jemand mal nachträglich das Bild stabilisiert, wenn das Weltraum Raumschiff hin und her geschleudert wird. Und dann siehst du, wie die Darsteller und Darstellerinnen sich halt in ihren Sitzen hin und her schleudern. Das sieht so geil aus. Das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Also ja. Das würde die Regie wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, wenn wir jetzt auch immer noch dann hier. Oder Schwerelosigkeit. Ich finde Schwerelosigkeit. Ja, wir hatten ja gefragt, Schwerelosigkeit ist ja auch so ein Konzept. Von den Decken. Ja, das wäre richtig gut, aber gerade für mich hatten sie keine entsprechenden Drahtseile auftreiben können in der Kürze der Zeit. Dann machen wir doch einfach verbal. Apropos Zeit, haben wir noch? Wollen wir noch? Einer geht noch. Einmal geht noch. Kann ja sowieso keiner Nein sagen. Weißt du, das ist das Schöne an diesem Format. Ne? Sie können hier schon das Licht ausmachen. Esther kann jetzt sofort einen Schalter drücken. Esther kann das Licht ausmachen, die wird ja bezahlt. Aber weißt du, so das Publikum, was die sitzen dann, und dann murren die und dann kommt vielleicht nochmal so ein Kommentar. Oder ich habe das habe ich letztens beim Poetry gehabt, also eine der letzten Shows, die ich gemacht habe. Das war so großartig. Hier saß einer im Publikum und ich habe anmoderiert, als Moderator, Präliminarien, ein bisschen Regeln erklärt und so und vorgestellt und dann einen Text gemacht als Opferlamm und dann sagt er, hör mal auf zu labern, lass mal die anderen machen, ich will von denen auch noch was hören. Ich sag so. Hat er mir in der Pause erklärt, also der hatte halt einen Babysitter, aber nur bis zur Pause ungefähr. Ach, okay. Und der wollte natürlich so möglichst viele Texte hören und nicht immer nur mich. Alles klar, kann ich verstehen. Hochrisikogruppe gewesen und deswegen hat er auf die Zeit gedrückt. Trailer. Ich lasse ihn mal ein bisschen länger singen, mal sehen, wie lange er kann. Ich versuche nicht in copyright-geschütztes Material reinzudrücken. Ah, das ist bei, nein, du liegst so neben den Tönen, das geht. Da ist kein Copyright. Space Sanitary Unit 1. Lichtjahre von der Erde entfernt zieht das intergalaktische Raumschiff Space Sanitary Unit 1 seine unermüdlichen Bahnen durch die unendlichen Weiten, um das Weltall sicherer und schöner zu machen. Und sauberer. Da. Oh, schau mal! Ein süßer kleiner Planet. Ja, sieh, ich kann weg. Aber der ist so süß. Steht auf der Liste, kann weg. Aber vielleicht gibt es da ja... Wenn du jetzt Leben sagst, mache ich deinen Stuhl kaputt. Nein, ich habe den gerade so bequem eingesessen. Beim letzten Mal hat das ein Dreivierteljahr gedauert. Nein, sag es einfach nicht. Sag das Wort einfach aber nicht. Aber es könnte doch sein, dass da... Irgendwo hier muss mein Brecheisen sein. Zeug ist, das interessant ist und lebendig. Da ist nichts Lebendiges. Sonst würde der Planet nicht auf der Liste stehen. Und du hast Glück, dass ich mein Brecheisen nicht finde. Du könntest aber auch mal wieder aufräumen. Dann willst du, dass ich deinen Stuhl kaputt mache? Nein, ich... Woher wissen wir denn, dass da kein... Du weißt schon, ist. Weil es sonst nicht auf der Liste stehen würde? Aber wenn die Liste falsch ist? Hä? Na, vielleicht ist sie ja falsch. Oder wir benutzen die falsch. Wir dachten ja auch... Wir wären die Piloten dieses Schiffes. Vielleicht benutzen wir die Liste falsch und wir sollen uns all die Planeten, Monde, Asteroiden und hübschen Nebel nur angucken. Angucken. Genau, angucken. Und dann einen Bericht drüber schreiben. Mein schönstes Weltraumerlebnis von Space Commander Bronk Valdin und Trash Supervisor Trushant Lov. In einem Heft, das wir mit Glitzersternchen hübsch machen. Warum stehst du denn zuerst auf dem Heft, Bronk? Oh ja, das tut mir natürlich sehr leid. Bist du bescheuert? Es gibt so ein Heft natürlich nicht. Das habe ich mir ausgedacht. Mann, wir sind Müllmänner. Auf der Liste steht dick und fett, zerstören und aufsaugen. Aber man kann doch auch Schönheit in sich aufsaugen. Aber was sollen wir denn bitte zerstören? Du meine Nerven. Ja, das klappt gut. Wo ist mein Brecheisen? Wo ist mein Brecheisen? Wo ist mein Brecheisen? Vielleicht ist ja doch was falsch mit der Liste. Die Sache mit dem Piloten geht mir auch nicht aus. Welcher Pilot? Genau. Keiner von uns beiden ist Pilot und wir beide wussten das nicht. Ich frage die KI. Oh nein, das wirst du nicht tun. Aber warum denn nicht? Die KI muss es doch wissen. Oh Gott, ich hasse die KI. Hallo, toll, ich freue mich. Super, dass ihr mich ansprecht. Oh, schrecklich. Ach, so redet die doch gar nicht. KI? Hallo, toll, ich freue mich. Super, dass ihr mich ansprecht. Was möchtet ihr? Was möchtet ihr? Liebe KI, ich habe zwei Fragen. Oh ja, stell sie, stell sie. Wenn ich meine Brechstange finde, kann ich deinen Stuhl und den KI-Terminal kaputt machen. Ruhe! Liebe KI, wer fliegt unser Raumschiff? Und was ist die zweite Frage? Sie hat die erste Frage doch noch gar nicht. Die zweite Frage ist, sollen wir die Sachen auf der Liste wirklich alle zerstören? Und woher wissen wir, dass da kein Fehler drauf ist? Das sind nochmal zwei Fragen, du voll... Ruhe, das ist auch egal.
Das sind aber nochmal zwei Fragen. Aber das ist okay. Ich finde euch trotzdem toll und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist alles richtig so. Ja. Ist das alles? Wir müssen uns keine Sorgen machen? Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Wissen macht unglücklich. Ich kümmere mich um alles. Ich fliege das Schiff und ich mache die Liste. Das ist alles in Ordnung so. Wollen wir jetzt was spielen? Spielen ist toll. Ja, spielen ist toll. Aber irgendwie habe ich noch ganz viele Fragen. Ich weiß nur nicht genau welche. KI, welche Fragen habe ich noch? Komm, lass uns was spielen. Ich habe dieses neue Spiel mit den bunten Lichtern und den vielen Geräuschen. Hier, guck mal. Ah, so, jetzt ist Ruhe. Aber du hast gerade mit deiner Brechstange den KI-Terminal kaputt. Und dein Stuhl ist als nächstes dran. Nein, bitte, nicht mein Stuhl. Ich zerstöre auch den kleinen hübschen Planeten. Puh. Tschüss, kleiner Planet. Ja, tschüss. Dankeschön. Also wenn das keine Science-Fiction war. Wie machen wir weiter? Also im Leben insgesamt und heute mit dir? Ich glaube auf jeden Fall ja. Dann muss ich ja wieder ins Spotlight-Mikro. Dann müssen wir jetzt mit Abstand umeinander herum tanzen. Wir tanzen es geschafft. Umeinander herum. Wir tanzen umeinander herum. Hast du... das ist wirklich... Dieser Virus macht schon was. Eigentlich wollten wir noch einen Planeten einbauen oder eine Sonne mit einer Corona. Das fanden wir dann doch zu plump. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gesagt, weil es dann nicht so plump wirkt, als wenn wir das im Text... Genau, das ist immer gut. Meine Damen und Herren, es liest für Sie der wunderbare Björn H. Katzur. Herzlichen Dank. Aus dem H-Punkt habe ich übrigens immer ein großes Geheimnis gemacht. Ein semi-großes, ab und zu habe ich es doch erzählt, aber die meisten Leute wussten es nicht. Und dann... hat mir jemand gesagt, hey, ich habe dein Buch gelesen, ich weiß jetzt, wie dein zweiter Vorname ist. Und dann fiel mir ein, ja stimmt, in einer Geschichte kommt das heraus. Also wenn ihr wissen möchtet, wofür das H in meinem Vornamen steht, in der Möwe liegt die Kraft, erschienen beim Satyr Verlag. Und damit komme ich jetzt zum letzten Beitrag von mir. Danach hören wir noch einen Text von Stefan. Aber für mich ist das quasi der Abschied. Und ich schließe eine Klammer zu... Stefans dadaistischem Nordgedicht. Ich trage nämlich auch einen Text über den Norden vor und der heißt Fisch und Moin, mehr braucht es nicht. Norddeutschland, das nördlichste Deutschland, das die Erde so zu bieten hat. Unabhängige WissenschaftlerInnen sind sich einig, dass es in der Tat im Norden ist und wollen mir darüber hinaus meinen Kompass nicht zurückgeben. Hier, wo man statt Verlobungsringen seiner Angebeteten einen Fisch überreicht und sie jauchzt und frohlocket, denn Fisch, ja Fisch, ist reich an Omega-3-Fettsäuren und riecht so gut für norddeutsche Nasen. Doch wollen wir die frisch Verlobte hinter uns lassen, sie muss auch all ihren Freundinnen zeigen, wie groß der Fisch an ihrem Finger ist und dass er noch Augen hat, was ein Zeichen für Qualität und die Durchsichtigkeit von Wasser ist, und uns anderen Aspekten des Nordens zuwenden. Leider wird das schwierig, weil es außer Fische im Norden nicht viel gibt. Schafe auf Deichen vielleicht, aber bei genauerer Betrachtung sind das auch nur Fische, denen man beigebracht hat, an Land zu leben und einen dicken Pulli angezogen hat. Denn hier ist es gerne mal kalt. Aber das macht nichts, durch den vielen Regen denkt man da nicht so dran und hat immer was zu reden. Regnet wieder, wat? Jo, aber neulich war's schön. Neulich war es schön. Neulich bezieht sich dabei auf den Sommer 62, als es tatsächlich zwei Sonnentage hintereinander im Norden gab. Gut, es war eigentlich ein schöner Samstag und dann ein Sonntag und der war verregnet, aber man nimmt, was man kriegt. Meistens halt Regen, oft auch Fisch. Norden. Hier begrüßt man sich zu jeder Tageszeit mit Moin, um nicht erst umständlich auf die Uhr gucken zu müssen. Moin. Moin, Moin ist für die meisten schon Geschwafel. Hier braucht es nicht viele Worte. Mit den Vokabeln Wasser, Deich, Schaf, Regen, Trecker und oh, haua, haua, ha. Und ein paar Verben lassen sich ganze Monate mit Konversation füllen. Und halt 63 Wörtern für Fisch, die aber alle Fisch geschrieben werden und sich nur in der Aussprache leicht unterscheiden und alle nur Fisch bedeuten. Es ist leicht zu sagen, dass der Norden wunderschön ist. Erstens, weil es stimmt und zweitens, selbst wenn er einem Menschen nicht gefällt, sieht man beim vielen Regen die Tränen ja nicht. Natürlich sind alle Regionen schön. Berge im Süden, wunderschöne Landschaften und historische Gebäude im Osten und der Ruhrpott ist auch da. Aber wir haben hier das Meer. Zwei, wenn man den Ostseetümpel dazuzählen will. Keine Gezeiten haben, aber jedem weismachen, dass man ein Meer ist. Und wir fallen alle drauf rein, weil wir denken, ja, da sind Quallen, sowas Ekliges kann nur ein Meer haben.
Das ist der norddeutsche Zynismus. Wenn uns etwas richtig gut gefällt, sagen wir, ja, kann man machen und gucken ernst. Unsere Art der puren Liebe. Es ist schön, am Meer zu leben. Wo es Häfen gibt, da gibt es Hoffnung. Immer haben wir das Wasser. Wir schauen darauf, wir gehen daran spazieren. Es beruhigt, es unterhält, es stärkt, wenn wir schwimmen. Und wenn es uns schlecht geht, beruhigt es auch. Oder man kann sich ertränken. Aber das sollte man nicht tun. Oder doch, ist nicht mein Leben. Eures dann auch nicht mehr. Zwischen Nordsee und der Ostsee, wollen wir sie doch jetzt mal als Meer zählen, ich will ja nicht die Balken spalten, haben wir im Norden so viel Meer, dass wir ständig Wortspiele damit machen müssen. Immer wieder, immer mehr. So hat sich auch die Landschaft im Meer angepasst, so flach, dass man unglaublich weit sehen kann. Das kann sehr schön sein, hat aber auch Nachteile. Denn Finnen sind gerne mal nackt und das will man nicht immer sehen. So flach und öde ist das Land, dass man denken mag, hier wird hauptsächlich Brache angebaut. Das entspannt ungemein. Versuch mal ein Schaf anzugucken und dabei gestresst zu sein. Das geht nicht. Es sei denn, du bist leckerer Klee. Dann noch 1 bis 12 kleine Korn und du denkst, Buddha hat Burnout. So entspannt ist der Norden. Wenn wir etwas nicht tun wollen, sagen wir, nützt ja nichts. Und tun es oder nicht, sieht man dann ja. Mengenangaben sind um und bei und Zeitangaben bummelig. Das Einzige, das im Norden nicht entspannt ist, sind die Möwen, Tauben auf Steroiden. Sie wurden uns geschickt, damit wir wachsam und schnell sind und jederzeit unsere Fischbrötchen beschützen können. Wäre der Norden nicht so friedfertig, würden wir unseren Anker nach ihnen werfen, denn jeder und jede Norddeutsche hat zur Geburt einen Anker bekommen, den wir bis zum 18. Lebensjahr mit uns herumtragen müssen, damit wir stark und ausdauernd werden. Bis auf die Wachsamkeit gegenüber Möwen ist der Norden friedlich und weltoffen. Unser edelster Schnaps muss einmal über den Atlantik schippern und Krabben kommen zum Pool nach Afrika, damit sie etwas von der Welt sehen. Trotz dieser Weltoffenheit gelten wir gerade im Süden Deutschlands als ungesellig, aber schweigend nebeneinander in einer Kneipe sitzen ist auch gesellig. Zur Verabschiedung braucht es wie zur Begrüßung nicht viele Worte. In Kiel reicht ein fröhliches, das heißt trockenes, erstmal. Und eigentlich heißt es nur erstmal, denn zu viele Konsonanten sind doch auch nur Zeitverschwendung. Bis auf den Tee ist der Norden kühl, nicht heiß und aufgewühlt ist nur das Meer, nicht die Gefühle. Daher sage ich nicht, der Norden ist der beste Ort. Ich sage nur, von allen vier Himmelsrichtungen ist der Norden eine, erstmal. Und damit leite ich über zu meinem wunderbaren Kollegen und dem letzten Vortrag aus dieser Show. Ein Applaus bitte nochmal, zumindest zu Hause vor den Bildschirmen, für Stefan Schwack. Dankeschön, Björn. Ich mache mir es ein bisschen einfacher. Dieses stelle ich zur Seite. 1,50 Meter ungefähr. Ich habe... genau, deswegen habe ich es auch angefasst. Nee, ganz so lustig ist das nicht. Ich habe am Anfang, als es mit Corona losging, war ich in der glücklichen Situation, eine neue Wohnung gefunden zu haben. Nach 24 Jahren in der alten Wohnung bin ich dann in eine neue Wohnung umgezogen und musste die ganze Zeit zittern, darf das Umzugsunternehmen noch fahren. Also Freunde helfen lassen war sowieso nicht drin. Hat geklappt. Ich habe 24 Jahre in der Gutenbergstraße in Kiel gewohnt und das ist jetzt auch mein letzter Text, mein Abschiedstext für diese wunderbare Veranstaltung. Ich sage jetzt einfach schon mal Dankeschön an Esther und an Thies und an das Nordkolleg und all die Menschen, die hier im Hintergrund werkeln und das möglich machen für uns, und an euch meine Bitte, unterstützt uns Künstlerinnen und Künstler, wo ihr könnt. Spenden, Aufrufe, politische Demonstrationen, aber immer nur einer und zwei Meter Abstand. Und es gibt so viele Formen zu demonstrieren, da muss man sich nicht ausgerechnet vor das Brandenburger Tor setzen. Also das ist ein anderes städtisches Thema, das Brandenburger Tor. Dieser Text heißt Gutenbergstraße, weil er von der Gutenbergstraße handelt und das ist die Gutenbergstraße in Kiel. Gutenbergstraße in Kiel zwischen Feuerwache und Innenstadt, ihr kennt sie vielleicht. Ihr fahrt durch morgens auf dem Weg zur Arbeit, abends auf dem Weg zurück, ihr steht im Stau und flucht über all die Wagen, die in zweiter Reihe parken, aber glaubt mir, hier wohnen Menschen in der Gutenbergstraße. In der Gutenbergstraße wohnten immer Menschen zwischen Bäcker und Fitnessstudio und iPhone-Laden, zwischen Friseur und dem Schlachter, der schon lange leer steht, wohnen Menschen und haben immer hier gewohnt. Frau Kirchhofer zum Beispiel kam vor vielen Jahren aus der Schweiz, erste Mieterin in unserem Haus, 50 Jahre in derselben Wohnung. Sie schob ein Klapprad. Als die Beine älter wurden für einen Rollator, fand sie sich zu jung. Sie zog dann noch einmal um ins Pflegeheim, als sie 90 wurde. Oder
Frau Reisinger und ihre Tochter Marlies. Marlies war auch schon über 60, als wir einzogen. Ihr Sohn war Neonazi, wohnte bei Oma und Mutter. Männer wohnten in der Wohnung nie. Schlachter war er, der Sohn. Arbeitete im Fleisch, sie arbeiteten alle im Fleisch. Nach Feierabend verkaufte er geklautes Fleisch an den Afro-Laden, den es hier auch mal gab. Die Reisingers sind dann weggezogen, vor einigen Jahren. Weggezogen wird viel in der Gutenbergstraße, dann stehen Umzugswagen in zweiter Reihe, IKEA-Regale und Sessel und Topfpflanzen und ab und an ein Leichenwagen. Denn gestorben wird auch gelegentlich, aber eher selten in der Gutenbergstraße, zwischen Feuerwache und Innenstadt. Zum Sterben wählen die Menschen heutzutage wohl andere Orte als ihre eigene Wohnung. Herr Rath zum Beispiel, bei uns im Haus, ist noch in seiner eigenen Wohnung gestorben. Im Erdgeschoss rechts, wie er es sich gewünscht hat. Weit über 80 ging jeden Mittag über die Straße in den Imbiss mit Hausmannskost. Olms Imbiss ohne Apostroph. Da gab es Schweinshaxe und Rübenmus und im Winter Grünkohl. Der Pflegedienst fand Herrn Rath morgens zugedeckt auf seinem Sofa. Ganz ruhig und sanft, wie er immer war. Der Fernseher lief noch. Andere starben weniger leicht. Wenn ihr nach unten schaut auf dem Bürgersteig, könnt ihr die Namen lesen. Zwischen grauen Gehwegplatten auf den Stolpersteinen aus Messing. 1944 nach Theresienstadt verstorben. Weggezogen wurde immer schon. In der Gutenbergstraße nicht immer freiwillig. Andere verbringen ihr ganzes Leben hier. In der Gutenbergstraße zwischen Feuerwache und Innenstadt, hier werden Kinder geboren, Ehen geschlossen, Fahrradfahren gelernt, mit Spielzeug, Pistolen geschossen und Rollschuh gelaufen. Um die Ecke liegt der Park mit dem Planschbecken und dem Kletterbaum, dessen Äste sich im Frühling unter der Last der Kindergartenkinder biegen. Es ist immer viel los in der Gutenbergstraße, auch nachts. Unser Hof hing voller Wurstketten, im Baum ein Schinken, als sie eingebrochen hatten, damals in der alten Schlachterei. Über die Hinterhöfe türmten die Täter, nie gefasst, waren wohl hungrig, sagt man sich. Ein anderer Einbrecher wurde schnell gefasst. War auch nicht zu überhören, der gute, torkelnde Trompeten, Klänge, Wiesen der Polizei, des Nachts den Weg vom zerbrochenen Glas vor dem Bläserstudio, die Straße runter Richtung Innenstadt. Kleingewerbe gab es hier auch immer schon, zwischen Feuerwache und Innenstadt. Der Lettermann bot Reklame und Druckarbeiten und Beschriftungen für Schaufensterscheiben an, mit 5 fetten Schreibfehlern in 3 mageren Sätzen auf seiner eigenen Schaufensterscheibe. Registrierkassen und Schlüssel und Schuhsohlen, Fahrräder und Frisuren und Trompeten und an der Ecke gab es Eis. Sonderangebot für Kinder, halbe Kugel, halber Preis, 3 Kindergärten in Gehweite, direkt am Schulweg zu 5 Schulen, Zwergenaufstand um die Mittagszeit. Eigentlich eine Goldgrube, sollte man meinen, aber die Sommer sind kurz in der Gutenbergstraße. Ist jetzt noch ein Bäcker drin? Davon haben wir 3, zwischen Feuerwache und Innenstadt. Menschen grüßen sich hier, ohne sich zu kennen. Beim Bäcker an der Ecke, man kennt sich irgendwie, ist auf Grußfuß miteinander, kommt gut aus miteinander in der Gutenbergstraße zwischen Feuerwache und Innenstadt. Wir haben ein Antiquariat und einen Bioladen, 3 Bäcker und gegenüber gibt es Secondhand-Kleider. An der Ecke feines Porzellan und Designermöbel, Friseure und Ärzte, Musikinstrumente und ein Kumpierladen, Burger aus New York City und ein Künstlercafé. Bei uns ist immer was los. Schaut doch mal vorbei. Wir sind nicht zu verfehlen. Wir liegen zwischen Feuerwache und Innenstadt und wenn ihr keinen Parkplatz findet, stellt euch einfach in die zweite Reihe. Das machen hier alle so. Dankeschön.